Hallo und wieder willkommen bei Minecraft. Juhu, ja, ich glaube, wir hängen immer noch in der Höhle drin herum. Ja, stimmt. Mit diesen tollen Spinnen. Hey. Da geht's doch hier irgendwo, ich weiß gar nicht mehr genau, wo da ging's. Ja, genau, da ist auch schon wieder eine. Hier, komm her. Die kommen alle von da unten, ne? Da möchte ich jetzt aber noch nicht so runter. Ich will eigentlich eher mal, ich glaube, ja, Inventar sowieso voll, eher die Sachen mal wieder zurückbringen. Übrigens, ja, falls ihr euch wundert, ja, ich weiß, es ist Montag und, da fehlt jemand. Genau, normalerweise ist ja die Fee da. Ja, die Fee hat jetzt diesmal keine Zeit gehabt. Ja, ja, schade, schade. Ich guck mal, ob das vielleicht dann für die morgige Folge hinhaut, ob es da morgen passt. Ich muss ja dann nochmal anhauen, wie es dann aussieht für morgen, ob sie dann Zeit hat. Nicht, dass wieder irgendwas passiert. Oh, hier, Zombies waren hier. Hier ist auch irgendwas. Achso, nee, hier ist irgendwie nur so dieses kleine Ding. Nee, ist uns nichts weiter. Wo, ach ja, hier hin. Wo ging es denn jetzt eigentlich wieder zurück? Jetzt bin ich gerade so ein bisschen verwirrt. Ich glaube, in die Richtung. Jetzt bin ich, ich habe gerade total gar keinen Überblick. Hier, glaube ich, ne? Ich esse mal irgendwas. Irgendwie ist nämlich die Ausdauer gerade, also ich kann nicht rennen. Das ist eigentlich also das Problem. So, wahrscheinlich ist das jetzt auch ein Fehler, weil es könnte ja hier noch irgendwo Creeper rumlungern. Ist ja, war ja Nacht. Unschön. Müssen wir vorsichtig sein wieder, ne? Hauptsache, es ist keiner irgendwie bei uns im Dorf und der dann alles kaputt macht. Ich renne einfach mal hier so todesmutig lang. In der Hoffnung, dass da nichts passiert. So. Ah, schön. Mit dem Schiffchen muss auch noch gemacht werden, genau. Eigentlich hätte ich es ja gar nicht machen müssen, ne? Also wir haben ja mehr als genug Sachen. Aber ich dachte mir dann so, ach naja, so als Abwechslung mal so kurz in die Mine. Und ich finde das mit dem Wasserfall hier so schnieke. Und vor allem, dass wir hier diesen großen Baum hingekriegt haben, ne? Joa, das ist doch ganz schön. So, ich habe mal so überlegt, wir sollten hier vielleicht, weil die Stadt, hier kann man ja in die Stadt reingehen. Hier sollten wir vielleicht irgendwie so eine Art Türmechanismus machen, der das Ganze abriegelt, dass man nicht unbedingt gleich sofort durchgehen kann. Das wäre sonst doof, ne? Also angenommen, so die feindlichen Truppen würden einmarschieren und dann so und dann ist das irgendwie so ein bisschen doof, weil man kann hier einfach so ungehindert rein. Möchte ich eigentlich nicht. Und ich habe schon überlegt, man könnte das so machen, dass man von der anderen Seite, von hier, praktisch, ja, das irgendwie versteckt, diesen Eingang komplett, also diesen Berg so ein bisschen zuhüllt. Da gibt es garantiert eine Möglichkeit. Das heißt, wir werden das noch so ein bisschen verändern. Werde ich aber nicht heute machen. Das mache ich dann vielleicht, wenn die Fee dabei ist, wenn das dann klappt, weil das dauert ein bisschen länger, da muss ich ein bisschen rumtüffeln. Und von daher, dann kann die Fee nebenbei ein bisschen ablenken, indem sie dann irgendwie noch weiter die Einrichtung macht oder hier vielleicht das ein oder andere Haus fertig bastelt oder weiter einrichtet. Irgendwie so in der Richtung. Ich denke, das passt ganz gut. Und ich muss mal irgendwann wieder anfangen, hier alles zu sortieren. Ach jo, schwarze Wolle. Habe ich hier gar nicht drin, ne? Aber ich muss echt sortieren. Das wird sonst so langsam zum Krampf. Vor allen Dingen, warte mal, ich kann mal die Blumen, das Fleisch, das kann ich weg. Pilze haben wir da auch drin, genau. Irgendwie ein bisschen sortieren muss ich gerade mal, dass ich ein paar Sachen zumindest zurückbringen kann, denn ich möchte hier nicht so viel drin haben. Das heißt, ich werde es so ein bisschen sortieren in der Folge, nur so ein ganz klein wenig. Den Rest kann dann die Fee eigentlich machen. Genau. Oh, hier haben wir noch so viel Holz. Sehr schön, ein bisschen Sand. Ja stimmt, das hatte ich ja vorsichtshalber übrig gelassen. Ach, sehr schön. Jo, das sieht doch richtig schnieke aus, ne? Mensch, sehr schön. Ja, jetzt bin ich am Überlegen. Also mit dem nächsten Haus, was man eigentlich machen müsste, könnte. Ich mache hier die Tür zu. Zieht sonst so ein bisschen. Das sollte man vielleicht dann wirklich da so hin machen. Wie gesagt, mit der Wassermühle, finde ich eine schöne Idee, wenn wir die weiter unten hinsetzen. Muss ich aber auch nochmal gucken, wann wir die machen. Jetzt erstmal noch nicht. So, zurück ins Tal der Träume. Huah. Da oben, ach, dieses Schwein. Stimmt, dieses kletterfreudige Schweinchen, was da immer noch rumgammelt ab und zu, ne? So, schnell rein, hoffen, dass nichts passiert, ne? Sehr schön. Und dann, weil ich möchte so ein bisschen mal Ordnung, also es geht mir nämlich im Moment so ein bisschen auf den Puffer, dass ich einfach nicht weiß, wo ist was, wo finde ich was im Moment und weil ganz ehrlich, dann, ach verdammt, dann laufe ich nämlich lieber zurück und organisiere mir dann halt von hier aus was, weil ich genau weiß, ach ja, hier in der Truhe ist das da und da. Das finde ich ein bisschen schöner, als wenn wir dann immer da hinten in den ganzen verschiedenen Truhen schauen müssen, so, verdammt, wo ist das jetzt? Ich habe gerade gar keine Ahnung und oha. Nee, das möchte ich nicht. Gefällt mir auch nicht. Nö. Da habe ich keine Lust zu. So, genau. Die
Kohle können wir nämlich auch gleich machen. Das ist, glaube ich, bei Bling Bling. Haben wir da die Kohle? Nee, Kohle war nicht. Wo haben wir denn Kohle? Kohle, Kohle? Habe ich die nicht? Nee, habe ich nichts für Kohle gemacht? Hier ist es nicht. Hier auch nicht. Ich glaube, ist ja komisch. Warum habe ich denn noch nichts für Kohle gemacht? Weil hier ist nur Sand, Lehm, Glas, Erde und Kies, Steine. Hm, dann müssen wir mal irgendwas für Kohle machen. Ja, wir gucken erstmal so. Die Pilze können erstmal hier rein. Da haben wir ja schon ein paar. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mal Pilze mitnehme. Es ist total Banane eigentlich, ne? Braucht man gar nicht. So, bei Bling Bling kann das rohe Eisen... Obwohl, nee, das können wir oben gleich einschmelzen, würde ich sagen. Kies und Steine kommen auch erstmal wieder hier weg. Das ist Sand und Lehm, hier Kies. Genau, da haben wir gar nichts mehr. Das hat man ja alles gebraucht für den Wegebau. Noch mehr? Ach, hier Gold. Ach stimmt, wir hatten ja ein Goldstück gefunden. So grandios, wie wir waren. Erde. Oh, Erde ist auch komplett rausge... Ach nee, hier ist gar keine Erde drin, normalerweise. Stimmt ja. Boah, jetzt haben wir alles mal... Wir hatten doch so viel davon. Sehr seltsam. Ein Ei. Mensch, das ist ja mal Wahnsinn, ne? Ach ja, hier dieser missglückte Versuch, da irgendwie eine Hühnerfarm zu machen, wo wir Hühnerfleisch herkriegen. Aber, naja, ist auch nicht mehr ganz so wichtig, dadurch, dass wir jetzt ja eh... Achso, ich pack mal hier das Eisen rein. Dadurch, dass wir ja eh jetzt diese Melonenfarm haben, da ist es sowieso egal. Oh, ruhig ein bisschen mehr, vorsichtshalber. Lieber zu viel als zu wenig, nicht wahr? Sehr schön. Habe ich nicht hier oben Eisen gehabt, vorsichtshalber? Ach, hier ist Kohle. Ach, siehst du mal. Ja, dann können wir auch hier das Eisen reinpacken. So, das dann brauchen wir nicht immer unbedingt runtergehen. So, diese Notreserve, die wir dann hier haben. Genau, ja, doch, das ist okay. Level 27. Eieieiei. Mensch, ich glaube, so hoch waren wir noch nie gewesen, ne? Von den Erfahrungspunkten her. Ja, also im Moment tut sich auch gar nichts irgendwie an neuen Informationen, wo man sagen könnte, ja, Mensch, so in dem und dem Zeitraum sollte das jetzt mit dem Update sein. Also da, man hört wirklich gar nichts mehr. Das letzte war ja wirklich mit dem Skin-Paket, was ich kurz bei Facebook reingestellt hatte. Mit den Bildern hier von Assassin's Creed und ach, weiß der Teufel was, von welchen Spielen, die überall halt sich da die Rechte geholt haben, um halt ein bisschen mehr Anreiz zu schaffen, dass man sich das neue Skin-Paket holt. Weil ansonsten ist echt nichts passiert. Das ist schade eigentlich. So, kurz gucken. Ich will mir ein bisschen aufräumen, weil es ist echt zu... Obwohl, wir können es eigentlich jetzt zulassen, oder? Ja, für den Moment passt es. Machen wir erstmal ein bisschen weiter. Ich glaube, ich möchte eigentlich gerne mal das Dach hier fertig machen von dem. Denn das hängt schon so Ewigkeiten. Und bei dem Dach werden wir das mal ein bisschen anders machen. Denn der Schmied hat eher so einen rabiateren... Also generell so einen rabiateren Ton an sich. Und ich brauche jetzt mal Pflastersteine, ganz viele. Ganz, ganz viele auf jeden Fall. Ach, hier ist so viel Erde. Also wenn man es ein bisschen sortieren würde, wäre es vielleicht auch übersichtlicher, ne? Ja. Gehen wir mal rein hier in die Werkbank. Ich frage mich jetzt sowieso, wann wird es wieder Nacht? Ist noch so hell und so lange hell. Das ist so ungewöhnlich irgendwie, ne? Ganz seltsam. So, und zwar nehmen wir jetzt das mal hier. Es war auch die Gefahr, dass da jetzt ein Gegner drauf spawnen, wenn wir das Dach so machen. Aber ach, weißt du was? Egal. Oh, reicht. Ja, machen wir mal hier. Ah, so passt das doch. Irgendwas habe ich doch hier mal rein... Nee, habe ich nichts. Ich dachte, ich hätte hier nochmal was reingetan irgendwann. So, ich sehe noch irgendwas drin. Nee. Gut, denn der bekommt jetzt einfach so ein flacheres Dach. So ein bisschen ein anderer Baustil als bei dem Rest. Jetzt bräuchte ich mal Erde, damit ich dann auch hochkomme. Wo haben wir Erde? Hier ist Erde drin, genau. Dann setzen wir das einfach mal da drauf. Das passt doch schon, ne? Das geht auch in Ordnung, denke ich mal. Ja, ich wollte jetzt nicht das Gras wegnehmen, das habe ich jetzt so komisch gebaut. Wie machen wir das? Jetzt gerade mal so grübel, grübel, denk, denk. Ich habe doch, glaube ich, noch normale Steine, ne? Ich würde nämlich fast sagen, wir machen das so hier in der Richtung. Ja, ne? Das geht doch, wenn wir das so machen. Das ein bisschen nur leicht übersteht. Ja, dann muss auf jeden Fall aber hier diese Reihe dann mit den Steinen zu... Ja gut, dann werden wir ein bisschen von diesen Pflastersteinen los, obwohl da haben wir ja so, also wirklich extrem viel. Ich glaube, so viele werden wir gar nicht benötigen jetzt. Durch diesen Tempel. Ach, das ist der Tempel. Ah, muss ich auch noch weitermachen. Und dieses Haus im Berg. Oh Mann, da habe ich auch noch so viel vorgehabt. Ja, ja, und dann eilt mich wieder sowas wie eben, ne, wo ich mir denke, so Mensch, wir müssten diesen Zugang zum Hafen, der müsste versteckt sein. Das passt sonst nicht, weil da jeder Hai oder irgendwie durch kann.
sieht ja auch nicht ordentlich aus. Und vor allem die Laternen müssen noch gesetzt werden. Ja, aber nicht, dass, ich glaube, das kann ich dafür auch sagen, wie die Laternen, wie ich die gerne hätte. Dann kann sie da vielleicht, obwohl, nee, wir haben nicht genug Glowstone dafür. Das passt wieder nicht. Schade. Sehr schön gewesen. Das wäre wieder so eine Sache, die man dann weg hätte. Aber da müssen wir warten, bis der Nether resettet wird. Vorher macht das keinen Sinn. Ups, ne? Ich glaube, es... Nee, du hier mal so nicht. So nicht. Ich glaube, es wird wieder dunkel, ne? Ah, was ist denn hier? Ich treffe die Kante irgendwie nicht. Ja, oder es passiert dann einfach mal das. Das haben wir auch immer bei den Stufen ganz gerne. Dass dann das, wo man eigentlich nicht runterfallen sollte, das tut's dann trotzdem. Irgendwie doofe Eigenschaft, ne? Na gut, wir können es jetzt so schnell setzen. Natürlich nicht so. Also irgendwie ist heute der Wurm drin beim Bauen, ne? Also Minecraft hat irgendwas gegen uns, definitiv. Es hat die Schnauze langsam voll von unseren Ewigkeiten, also von ewigen Bauorgien oder diesem ständigen was anfangen und dann wieder liegen lassen. Wahrscheinlich liegt es daran. Kann ich jetzt schon? Ja, sehr schön. Hoffentlich war das jetzt nicht zu spät. Ich habe jetzt gar nicht so... Nee, sieht gut aus. Und ich denke, das geht auch. Ich hoffe es mal. Wie, wenn nicht? Ja, ich weiß. Es sieht nicht hübsch aus. Ich brauche mal neue Pflastersteine, stelle ich gerade fest. Nicht, dass ich gleich wieder runterhüpfen muss. Hier sind nur 8 Stück. Aber hier hinten müssten ganz viele sein. Da oben in der Kirche. Juhu! Ach Mensch, mir gefällt dieses Haus immer wieder. Jedes Mal, wenn ich dran vorbeirenne, denke ich mir so, oh, schön. Und ich finde den Baustil cool. Das sollten wir vielleicht hier bei den anderen Häusern auch so in der Richtung fortführen. So ein bisschen zumindest. Mit diesem Sandstein. Aber das mit dieser Sandstein-Hohlaktion, das machen wir ja zusammen mit der Fee. Denn das wird sonst, also dann müsste ich ja wieder die ganze Folge hier Sandstein buddeln oder Sand holen. Das wäre zu heftig irgendwie, so ein ganz klein wenig. Ja, und ich denke mit diesem Steindach, ja doch, eigentlich beim Schmied. Ich glaube, das könnte aussehen. Vielleicht setze ich dann unten hier doch irgendwie noch anderes rein, dass ich dann den normalen Stein rausnehme und dann das doch irgendwie anders mache. Was weiß ich, zum Beispiel normales Holz. Das könnte man machen. Man nimmt normales Holz und macht dann hier Steinsäulen am Rand. Das könnte man zum Beispiel machen. Ich muss mal gucken, also bisher gefällt es mir eigentlich... Ja, wo es geht. Es geht. Also wenn hier vielleicht auch noch irgendwie was unten drunter wäre, dass man dann nur hier wirklich den Stein drin hätte. Wir gucken mal, vielleicht bauen wir das einfach nochmal komplett um. Kann ja auch sein. Ich schau mal, wie wir das am ungünstigsten machen, ne? Genau, so. Jetzt geht's ein bisschen einfacher. So. Weil ich finde die Idee gar nicht mal jetzt so schlecht mit diesem Dach, also mal so ein Steindach zu machen. Halt ein bisschen Abwechslung, ne? Muss ja nicht immer alles gleich sein. Und ist aus Wolle wollte ich nicht schon wieder eins machen, wieder drüben. Ist auch immerhin der Schmied, das muss eher feuersicher sein als alles andere, weil der Typ ist ja so ein meisterhafter Rumkokler, ne? Die ganze Zeit immer mit Feuer rumspiel und heiße Kohle, glühende Kohle durch die Gegend werf und solche Sachen. Naja. Also da darf nichts passieren, ne? Da darf nichts ankokeln. Vor allen Dingen ist er dann sonst das ganze Dorf gleich, weil das fängt dann alles Feuer und... Nee. Das wollen wir gar nicht erst. Genau. Haben wir das doch gleich geschafft. Ist das Dach auch endlich fertig? Mensch, ist ja doch... Ich habe auch lange genug da, gewartet mit, ne? Bis ich da mal endlich hier weitermache. Ist ja auch immer wieder was dazwischen gekommen. Und ich werde gleich das Haus noch umbauen. Unten, das gefällt mir nämlich gar nicht jetzt mit dem vielen Stein. Das kann ich so nicht lassen. Das wäre ein bisschen untypisch jetzt für die schönen Sachen, die wir so gebaut haben. Dann jetzt dieses hässliche Haus hier so stehen zu lassen. Außerdem muss die Schmiede ja noch umgebaut werden. Das mache ich dann mit Lava. So wie wir das in dem einen Dorf gesehen haben. In dem, wo ich diese andere Welt gezeigt hatte mal. Das fand ich ganz hübsch. Ja, das, dieses Flachdach hat doch auch was. So, Erde wieder weg, genau. Und dann mal gleich gucken, wie wir das vernünftig gestalten hier. Also am liebsten wäre es mir, wenn wir das hier rausnehmen. Ja, und irgendwie habe ich dann noch irgendwas anderes dabei. Ja, also man könnte es einerseits natürlich so machen, aber ich glaube, das wäre zu holzig. Es ist ein bisschen zu viel Holz, glaube ich, ne? Naja, nee. Ich hatte es erst überlegt, aber... Also, es könnte gehen, wenn man hier vielleicht die Säulen anders macht. Aber woraus? Aus Stein? Ja, vielleicht aus normalem Stein. Das wäre eine Möglichkeit noch. Ich habe doch noch gebrannten Stein irgendwo. Ist hier noch welcher drinne? Ich guck mal kurz.
Eine Kiste. Nee, sehe ich keinen. Ich glaube, immer eine Kirche müsste welche sein. Also spätestens unten im Tempel. Da ist auf jeden Fall welcher. Da hatte ich ja die ganzen, ich weiß nicht, so diese Riesenöfen angeworfen, dass da auf jeden Fall ordentlich gebrannter Stein bei rauskommt, weil wir den ja brauchen für Steinziegel. Oh, Steinziegel wäre vielleicht eine Alternative. Also hier haben wir normalen Stein. Ach, du wirst, wenn wir den jetzt benutzen und das gefällt uns nicht, dann ist das ja wieder Pflasterstein. Müssen wir den erneut brennen. Das heißt, ich werde das erstmal mit Steinziegeln ausprobieren. Mit dem paar, die ich jetzt mitgenommen habe. Dann muss warum läufst du denn nicht? Ja, jetzt, also irgendwas wollte gerade nicht so, wie ich es wollte. Und wenn wir das dann hier mit damit machen. Kurz gucken. Das hat doch auch was. Und dann könnte man vielleicht hier das sie auch hier so hochziehen, ne? An der Stelle, genau. Also ist immer ein bisschen was anderes, ein bisschen experimentell gerade. Ungewöhnlich. Ja, Mr. Zocker probiert mal was Neues aus. Ja, okay. Also ich würde gerne hier dieses Holz da oben und da unten würde ich gerne so lassen. Ich finde das nämlich generell ganz hübsch. Deshalb habe ich gerade geguckt, wie man das da halt... Ah, die Tür, die bleibt, glaube ich, drinnen, ne? Nur wenn man das unten drunter wegnimmt. Genau. Jetzt bin ich nur am Überlegen, wie wir das damit machen, weil das gefällt mir nicht. Da müsste eigentlich jetzt hier... Müsste da noch der rein? Genau. Das kann ja so bleiben da oben. Oder dass ich das vielleicht durchgängig... Nee, durchgängig sieht, glaube ich, nicht aus, ne? Weil ich gerade mal so überlegen war, wenn man das hier oben durchgehend lässt. Doch, das sieht, glaube ich, schön aus. Das sieht schön aus. Oh, wie geil. Das ist auch wieder so ein... schönes, so eine schöne Sache. Ja, ne? Und jetzt hier unten noch das alles. Ein bisschen Umbauaktion, aber das Haus stand so Ewigkeiten so komisch da und so richtig gefallen hat es mir nie. Ich glaube, das war auch so ein Grund, warum ich das so stiefmütterlich behandelt habe und mich gar nicht drum gekümmert habe, das vernünftig zu gestalten. Auch wenn ich jetzt hier das ganze Gras weghauen muss, weil ich sonst nicht reinkomme. Egal. Ach, schön. Jetzt haben wir endlich hier ein vernünftiges Haus für den Schmied stehen. Der fühlt sich dann auch wohl. Ist auch wichtig, ne? Der kleine Kerl braucht ja auch einen vernünftigen Ort. Ah, das ganze Holz tut mir wieder bloß so ein bisschen leid. Naja, wer schön haben will, der muss halt viel Holz hacken. Genau, jetzt hier noch. Dann haben wir eigentlich fast einmal ringsrum das fertig. Also nur noch die Rückseite und an der Seite da hinten. Ja, das hat doch irgendwie was. Mensch, das ist ja welche Bombe. Da kriegt so ein richtig tolles Haus, der Kerl. Das ist natürlich nur die Sache. Also die Türen würde ich gerne rausmachen, denn die finde ich eigentlich total überflüssig. Das finde ich immer so doof, wenn man Türen abhackt hier. Genau. Weil dann können wir hier nämlich auch noch Fenster reinmachen. Mache ich hier nämlich so ein großes Fenster, ungefähr so 4 breit, so ein bisschen größer, ne? Da soll ich mal hier so ein bisschen mehr Ausblick haben aufs Dorf. Weil klar, er lebt, hat zwar so ein kleines Einsiedler-Dasein hier, was er in diesem Dorf hat. Aber na gut, eigentlich kommen alle zu ihm, alle mögen ihn so ein bisschen, weil sind ja auch auf ihn angewiesen und seine Arbeit macht er immer sehr, sehr ordentlich. Ja, deshalb, und ich glaube, so ein bisschen rausgucken, das mag eigentlich doch jeder. Ja, wenn hier dann so ein großes Fenster... Habe ich noch Scheiben dabei? Ah, ich habe die irgendwo hingetan. Verdammt. Wo sind die? Sind die oben oder habe ich die hier reingetan? Ja, hier. Oh, 8 Stück. Ich glaube, das passt. Ist das 4 breit, 2 hoch? Sollte hinhauen. Sehr schön. Wenn ich mich jetzt nicht verbaue, dann reicht das sogar. Boah, das ist doch genial, oder? Sieht hübsch aus. Hat so ein bisschen was, ja, ich weiß nicht, so Wikinger-mäßig, ja, Wikinger eigentlich nicht wirklich, also so sehr stabil, aber dennoch so natürlich aussehend. Oder man könnte das vielleicht noch aus Sandstein machen, das wäre vielleicht noch cooler. Obwohl, nicht so richtig. Also, das wäre, glaube ich, wieder zu viel Abwechslung. Obwohl, das könnte eigentlich auch aussehen. Na, wir gucken mal. Habe ich jetzt überhaupt noch Holz? Ah, da ist noch welches. Sehr schön. Hier, komm mal weg, die Blume nervt da gerade hier, das Grünzeugs. Genau. Och, Wunderbärchen. Ja, weil hier brauche ich jetzt kein Fenster rein. Was soll er denn auch da sehen? Also, es ist so... Oh, toll, Wand. Hey, schön. Da wird man auch noch depressiv bei, wenn man das dann sieht. So. Oh, sind nicht viele. Habe ich hier oben noch irgendwo Erde drin in der Decke? Nee. Sehr gut. Die Fackeln sind, glaube ich, von der Verteilung her auch so okay. Es ist hell genug hier drinne. Und er hat auf jeden Fall auch genug Platz. Oh, das sieht schön aus. Guckt mal hier, wenn man hier rausguckt. Ach, ist doch herrlich, oder? Schnieke, schnieke. So, dann gucken wir mal, dass wir die Schmiede jetzt umbasteln. Denn das geht ja hier gar nicht. Hier, komm, mal ausmachen. So schön, dass es so einfach geht, ne? Genau.
Dann haben wir zumindest wieder ein paar Steinziegel und alles. Ach ja. Obwohl, die werde ich gleich mal benutzen. Also Steinziegeln werde ich natürlich die Schmiede trotzdem machen. Aber halt vom Design her ein klein wenig besser. Anders. Muss ich nur mal schauen, wie wir das dann am geeignetsten machen. Ich bin gerade so überlegen, wie wir das denn... Ja, weil das hier, das ist mit diesem komischen Schrotttisch, das ging ja auch mal gar nicht. Also es war ja sehr amateurhaft. Doch, das, das ist eigentlich so schlecht sind wir sonst gar nicht, ne? Wir lassen uns doch normalerweise immer so richtig gute Sachen einfallen, aber ja, diesmal irgendwie nicht. Weiß nicht, was uns da geritten hat. Wahrscheinlich waren wir total übermüdet. Das war vielleicht so die Zeit, wo ich dann irgendwie um Mitternacht die Folgen aufgenommen habe. Ja. Kommt ja ab und zu mal vor, je nachdem, wie man halt Zeit hat, ne? Oh, ich hoffe, die kriegen wir... Ja, die kriegen wir wieder. So, und dann bin ich mal überlegen, wo stelle ich das denn hier am geeignetsten hin, sodass es nicht abfackelt. Ja, Eisenrohre habe ich ja noch, aber jetzt bin ich am überlegen, weil ich brauche Eisenrohre dafür. Oh, es wird dunkel. Ja, muss vielleicht endgültig mal das Bett hier irgendwie weg. Das kann dann auch direkt beim Schmied rein. Ach, das sieht hübsch aus, das Häuschen. Ach, das ist schön. Und dann sollten wir die Schmiede vielleicht wirklich hier irgendwie... Ja, da, wo sie ungefähr vorher stand, aber noch so ein bisschen anders. Ich will jetzt nur erstmal ins Bettchen gehen, nicht, dass gleich hier wieder die Hölle los ist. Gehst du jetzt unter, Sonne? Na los, komm schon. Sonst gehst du auch immer so schnell unter, wenn ich gerade irgendwas Tolles mache. Warum geht denn das jetzt nicht? Also es ist schon total duster, ja. Und wir können noch nicht ins Bettchen. Das verstehe ich doch nicht. Dann sieht die Sonne kaum noch. Ach, jetzt endlich geht's mal. Also das ist wahrscheinlich so ein kleiner Trick, ja. Das wird so lange hinausgezögert, bis dann schon Creeper und alles mögliche andere da sind, um uns dann den Gar auszumachen. So, dann gucken wir mal. Wir müssen auf jeden Fall... Ich würde gerne das hier integrieren. Also diesen Kessel mit Wasser würde ich eigentlich gerne dann auch drinne haben. Jetzt war ich gerade mal so am Überlegen. Also, wir könnten das hier... Ist ja noch so diese Erdwand. Da könnte man das ransetzen. Ist bloß das Problem. Ich weiß nicht, ob das Gras dann da anfängt zu brennen. Wenn wir Lava haben. Ja, ich glaube, das fängt nämlich an. Das heißt, wir müssen... Das heißt, ich werde das alles sehr, sehr sicher basteln müssen. Und ein bisschen weit weg davon. Nicht, dass das dann anfängt zu kokeln. So, gucken wir mal kurz. Wenn ich das jetzt hier so hinmache... Also, ich habe jetzt überlegt, ich könnte dann hier... Also, hier würde dann jetzt, Ah, nee, das war eins. Das hier war zu viel. Das war eben... Entschuldigung. Klar, und... Ich mach mal kurz die grobe Form. Genau, dann würde... Hier wäre jetzt dann praktisch die Lava drinne. Und hier links daneben hätte man direkt den Kessel. Sieht auch nicht so aus, oder? Man kommt ja nicht richtig ran. Das ist ja voll doof. Bei dem anderen ist man vernünftig rangekommen. Ja, ich bin jetzt so grübel, denk. Also wenn ich dann hier, ja, jetzt müsste ich dann praktisch rein theoretisch hier und dann hier den Wassereimer reinsetzen und man kommt gar nicht vernünftig ran, es sei denn, man macht das vielleicht so hier. Nee, das gefällt mir auch nicht. Ach, ich lasse das erstmal. Ich mache erstmal was anderes. Das, nee, irgendwie hat das nichts. Ja, weil die Sache ist, oder ich setze Glas davor. Wenn ich so Glasscheiben davor sitze, dass man da reingucken kann... Das würde natürlich auch gehen. Also auf jeden Fall müsste unten drunter, damit unten drunter nichts ankugelt, müsste hier so ein Steinchen, da kommt dann die Lava rein, genau. Und dann müsste man trotzdem irgendwie hier drumherum halt Steine setzen. Damit man halt, damit die Lava nichts abfackelt und damit man alles ordentlich hinkriegt. Ja, aber wie machen? Schwierig. Vor allen Dingen, da wir nichts Vernünftiges haben an Steinen. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir das hinkriegen könnten. Ach, ja, es ist nicht einfach. Also auf jeden Fall muss es dann doch wirklich so breit werden. Es kotzt mich eigentlich total an, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde das ätzend, wenn man so weit wegstehen muss davon. Aber bringt ja alles nichts. Was anderes bleibt uns ja gar nicht übrig. Ich hätte es gerne näher dran, also dass man nicht so wirklich einen Block weit weg steht, weil wie will ich denn da rankommen als Schmied? Ja, bisschen schade. Habe ich eigentlich Stufen davon? Ich bin noch so überlegen, wenn ich dafür Stufen nehme, das wäre doch... Ja, wir gucken.
guck mal kurz, ich glaube, man kann doch schon Stufen daraus machen, ne? Ja, also, ja, natürlich kann man das machen. Habe ich schon so oft gemacht und ich vergesse das jetzt einfach einmal wieder. Nee, ne? Geht ja mal gar nicht. Wäre mal vergesslich hier. Dann würde ich das nämlich so machen, in der Richtung. Das sieht auch wieder geschossen aus. Kannst auch wieder keinem zeigen hier. Sollte man vielleicht normale Stufen nehmen oder dann hier so Gitter hin? Ich weiß nur, bei den Dorfbewohnern war das ja mit Gittern. Ich glaube, das mache ich hier mit Gittern. So links und rechts. Und dann müsste ich aber hier irgendwie dann... Da könnten wir ja das dann nehmen. Dass wir hier dann das so ein bisschen überdachen, genau. Aber ich würde das dann doch gerne überdachen. So ein bisschen zumindest, ne? Dann hat man hier Gitter. Also irgendwie gefällt mir das gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie... Oder wenn ich Öfen reinsetze, hier links und hier rechts einen Ofen rein, als Schmiede. Ich bin gerade mal überlegen, wir könnten natürlich, ich probiere mal kurz, wenn wir hier Pflasterstufen reinsetzen, da dürfte die Lava auch nicht drüber fließen können, ne? Aber das sieht auch wieder, glaube ich, nicht aus, wenn die Lava dann da so als ganzer Klotz hängt. Dann machen wir das eher anders, habe ich gerade so überlegt. Wir haben ja hier noch die Stufen. So, wo sind die? Hier die, ja doch, sind ja Treppen, sind es Treppen, Entschuldigung. Weil dann kommt man ein bisschen näher ran und sieht das nicht so aus, als ob man da am Arsch der Welt hängt und so immer so sich strecken muss, so dass man halb reinfällt. Genau, und dann mache ich hier Gitter hin, hier links und rechts, das sieht, glaube ich, ganz hübsch aus. Und stelle irgendwie an einer Seite so zwei Öfen nebeneinander dahin und auf beiden Seiten könnte man es vielleicht machen, ne? Ja, wir probieren das gleich mal aus, ich bastel mal ein paar Öfen. So, mal gucken, habe ich denn hier genug? Ich muss irgendwas wegpacken. Ich habe gerade so viel Gedöns dabei. Ungewöhnlich. Ja, genau, die beiden Türen zum Beispiel, ja, die nehmen so viel Platz weg. Der Netherrack. Erde brauche ich nicht. Irgendwas anderes, was wir da gerade gebrauchen können. Steinstufe. Nee, Steinstufe brauche ich da nicht. Und dann gucken wir mal kurz, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Öfen basteln, genau. Öfen. Zwei Stück und Eisenrohre habe ich da auch irgendwo noch. Ich glaube, die hatte ich hier vorne in der Truhe drin, ne? Die müssten hier noch irgendwo rumlungern. Ja, da sind sie. Genau. So, kurz mal gucken. Wo habe ich denn die Öfen? Genau, hier. Sehr schön. Jetzt will ich mal überlegen, ob wir die auf beide Seiten machen. Ja, das hat doch was, wenn das hier so ein bisschen als Deko so am Rande... Und da müsste man jetzt eigentlich hier entweder die Öfen so hinstellen. Ach, jetzt kann ich das nicht direkt dran stellen. Ah, kleinen Moment, machen wir einen Trick. Genau. Dass man dann hier die Öfen daneben stellt. Links und rechts, das sieht dann eher aus wie eine Stereoanlage. Ach, verdammte Axt. Alles gar nicht so einfach. Ja, oder wir machen das noch ein bisschen... erweitert. Wartet mal. Ich guck mal kurz, wenn ich denn... Habe ich denn noch normalen... Genau, Steinziegel. Machen wir das mal so. Ach, jetzt habe ich gar keine... jetzt habe ich gar keine mehr davon dabei. Ich habe gerade so überlegt, ich mache das dann doch eher auf die andere Seite. Steinziegelstufen. Nee, ich will doch keine Steinziegel. Ich will normale Steinstufen. Ach, hier sind sie. Diese Pflastersteinstufen. Genau die wollte ich nämlich haben. Weil dann mache ich das nämlich nochmal eins weiter nach vorne. Hier an der Stelle zumindest. Und dann machen wir das hier weg. Oder lassen wir das? Bin so ein bisschen überlegen. Dann könnten wir... Wenn ich dann... Das sieht nämlich nicht aus. Das kann ich so nicht lassen. Das geht ja gar nicht. Wo habe ich denn jetzt meine Öfen? Hier, genau. Also entweder mache ich die so hier. Dass ich die hier dann so daneben packe. Also jetzt vielleicht links noch einen davon hin. Oder so hier. Mal gucken, dann muss der hier aber weg, der Stein. Das dann vielleicht dann so. Ja, genau, dann hat man das so hier. Dann kann man hier halt werkeln, ne? Hängt hier so... Und macht das hier so rein. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das hier noch... das muss hier noch so rumgehen. Ein bisschen verkleiden. Das sieht das ja nicht aus. Wo sind jetzt hier die Stufen? Genau. Ich muss hier irgendwie draufhüpfen. Das macht sich, glaube ich, jetzt einfacher.
Genau, vorsichtig, gut zielen. So in der Richtung? Oh, das wäre sogar symmetrisch. Mensch, also das ist ja... Ja, das hat was. Das hat was. Ja, jetzt muss ich nur noch die Lava reinmachen. Und hier unten drunter, was macht man als Bodenbelag? Eigentlich Stein, ne? Normalerweise müsste Stein rein. Dass man hier so steht und dann hier so ein bisschen mit Stein klöppelt, könnte man vielleicht generell hier vor noch so einen kleinen Steinplatz machen. Den Kessel, der passt sogar jetzt natürlich für den Kessel. Obwohl, den können wir hier hinstellen? Ne, ich glaube, den lasse ich da stehen. Oder ich nehme ihn komplett weg. Also ich hebe das jetzt hier mal zwei aus. Ich weiß nicht, lasse ich den jetzt da? Ja, doch, den lasse ich genau an der Stelle, glaube ich. Das ist ganz in Ordnung. So. Ach Mensch, das ist richtig schön. Kommt das doch alles langsam in Gang. Und dann muss ich jetzt eigentlich nur die Lava reinkippen. Ah, zwei. Achso, wir nehmen mal das Bett hier weg. Das stört jetzt. Weil das braucht jetzt hier nicht mehr sein. Das kann ja jetzt erstmal beim Schmied rein. Ich stelle es erstmal irgendwo hin. Was weiß ich, wo schläft der denn an welcher Wand? Ah, der schläft hier hinten. Genau, unter dem Fenster. Da steht nur erstmal so hingestellt. Das kann man später ja noch umstellen. So, lauf, komm, wir brauchen einen Eimer mit Lava. Ach ja, da war, wenn wir wirklich zwei brauchen. Zwei weniger. Ach, naja, es gibt genug. Wir haben, glaube ich, auch mehr als genug dafür. Und jetzt bloß die nicht irgendwo anders hinkippen. Es wird schon wieder Nacht. Warum muss immer Nacht werden, ne? Also auch, das sieht jetzt viel, viel besser aus. Ja, da kann man wenigstens mal erkennen, dass es eine Schmiede sein soll. Genau, die müsste jetzt eigentlich da wegfließen. Genau, fließt da hin. Ich möchte es aber lieber so haben. Ja, dann ist es ja auch nachts hell. Zumindest an der Stelle. Das ist doch in Ordnung, oder? Ich bin gerade so am Überlegen. Ich habe da gerade noch sowas, so eine kleine Idee gehabt. So einen kleinen Einfall. Steinziegel. Habe ich nicht noch eine Male gehabt davon? Waren die jetzt alle leer? Ich glaube, die waren alle leer. Ich muss das mal heier machen gehen. So, erstmal kurz hier ins Bettchen, bevor der Creepy ankommt. Creepy McCreep wieder. Wenn ich denn jetzt heier machen könnte. Ich hoffe, hier ist es wirklich nicht zu dunkel drin. Es sieht gerade sehr dunkel aus, ne? Mysteriös. Aber wir werden das mal testen. So probehalber hier übernachten. Doch, sicher ist es. So, und ich glaube, hier müssten erst noch welche drin sein. Hoffe ich doch. Ja, ich will jetzt nicht diese Steinziegel-Dinger haben. Ne, Steinziegelstufen. Ach, da. Da sind sie. ja, da habe ich da wohl glatt was übersehen. Ich habe gerade nämlich überlegt, wir könnten vielleicht das Ganze noch so machen. In der Richtung. Und dann. Also so ein bisschen. Sieht irgendwie belämmert aus, ne? Ich weiß nicht, irgendwie kann ich mich damit nicht so ganz anfreunden. Also, und wenn, dann müssten wir das ja hier an der Seite auch nochmal rüberziehen. Oder nur an der Seite. Ja, doch, wenn, dann an der auch. Dann hier zumindest nur diesen Pfeiler reinsetzen. Ich weiß nicht. Oder wenn man dann hier das hier generell nach hier so ein bisschen rüber, also diese Steine zumindest an der Seite hier so rüberzieht, dann lässt man zwar hier vorne dann diese Säule, das kann man so machen, und macht dann aber hier das Gitter komplett zu. Obwohl, das wäre, glaube ich, zu viel Gitter, ne? Also freitragen finde ich das jetzt gar nicht so schlecht. Wir probieren das mal kurz aus. Wir gucken gleich mal. So, Stein, nee, ich will Ziegelstein oder Steinziegel. Dann müsste ich jetzt natürlich wirklich das so... Ja, doch, das sieht geil aus. Ich das jetzt... Ja, hier ist jetzt halt nur das Problem, dadurch, dass dieser Wassereimer da ist, aber das, das geht nicht. So, wenn ich jetzt... Das ist doof, also den Wassereimer müsste ich eigentlich umsetzen, ne? Weil es sieht nicht aus, also mit diesen Dingern, das geht nicht, das... Hier drüben sieht schön aus. Naja, wir lassen es erstmal so. Ich gucke erstmal, was ich mache. Ich habe jetzt keinen Bock, da weiter rumzufummeln. Das geht mir gerade so ein bisschen auf den Puffer. Und dann schauen wir mal, dass wir hier die Eimer kurz mal loswerden. Und alles, was wir halt nicht brauchen. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt als nächstes weiter
Ich habe gerade auf die Aufnahmezeit geguckt. Ja, ich habe jetzt so lange damit gewerkelt, diese Schmiede fertig zu machen. Also wie gesagt, das gefällt mir noch überhaupt gar nicht. Das sieht irgendwie aus wie gewollt und nicht gekonnt. Deshalb müssen wir uns noch was anderes überlegen. Aber das machen wir nächstes Mal. Vielleicht hat die Fee dann auch irgendeine Idee. Bis dahin dann, euer Mr. Zogger.